Liebe Göttin, heute ist ein wichtiger Tag für uns. Wir brauchen unbedingt deinen Segen. Nur wegen Archie waren Shaurya und ich ein Jahr voneinander getrennt. Meine Familie hat so gelitten. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie dafür bezahlt. Ich weiß nicht, was das für Konsequenzen haben wird, aber bitte, gib uns deinen Segen und hilf uns. Meg, das neue Jahr hat Hoffnung gebracht. Ich will, dass Archie ihre Verbrechen gesteht. Denn dann kann ich all das hier hinter mir lassen. Meine Schmerzen und all mein Leid würden ein Ende finden. Ich will noch mal von vorne anfangen, Meg. Sag jetzt nichts. Ich will nichts beschwören. Shaurya, wir sind endlich wieder zusammen. Sir, eine kleine Gabe. Gott wird sie beide dafür segnen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch dieses Jahr ein Kind bekommen. Oh nein. Ich glaube, ich habe mein Portemonnaie verloren. Oh nein. Immer geht was schief. Wenn es schon wieder so anfängt, wo sollen wir denn dein Portemonnaie suchen? Sucht ihr vielleicht das? Gehört das euch? Ich habe es vor dem Tempel gefunden. Tut mir leid, ich habe reingeguckt. Ich habe deinen Ausweis gesehen. Du siehst auf dem Foto super aus. Deshalb habe ich dich erkannt. Hallo, Sala. Vielen Dank. Gott segne euch und alles Gute. Vielen Dank. Gut, dass du es gefunden hast. Ich hatte Angst. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber das ist doch kein Grund, sich solche Sorgen zu machen. Ich meine, ein schlechtes Ereignis zum Jahresbeginn ist doch ein böses Omen. Das ist kein böses Omen. Sag doch nicht so etwas Dummes, mein Kind. Du solltest nicht an solche Sachen glauben. Ich glaube ganz fest, dass in eurem Leben nichts schiefgehen kann. Ihr liebt einander aufrichtig und haltet zueinander. Ihr würdet alles füreinander tun. Gott wird nicht zulassen, dass ihr getrennt werdet. Er wird dafür sorgen, dass ihr euer Leben gemeinsam verbringt. Gott lässt zwei verliebten Leuten keine Probleme in den Weg kommen, glaubt mir. Und alles wird gut gehen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ja? Aber euch beiden muss ich das doch überhaupt nicht sagen. Ihr zwei seid so vernünftig. Ich weiß, dass du Mehek zurück in dein Leben gebracht hast, Shaurya. Du hast immer zu ihr gehalten. Und heute seid ihr zwei wegen deiner Mühen wieder zusammen. An euch beiden sollten sich viele ein Beispiel nehmen. Und das meine ich ernst. Ich wünsche euch alles Glück dieser Erde. Und seid weiterhin ein Vorbild für andere. Sala, du bist älter und hast mehr Erfahrung, als wir es haben. Du gibst nicht nur deinen Segen, sondern auch deinen Rat. Wir zwei werden sicher immer zueinander halten. Das verspreche ich. Danke, Sala. Okay. Wisst ihr, ich werde immer wieder zu Gott beten, dass ihr zwei zusammen und glücklich bleibt. Ich habe euch beide so lieb und ich wünsche euch beiden von ganzem Herzen alles, alles Gute. Außerdem hoffe ich, dass das neue Jahr viel Gutes für euch bereithält und dass euch nichts Schlechtes passieren wird. Ich wünsche euch beiden ein frohes neues Jahr und alles Gute. Wir wünschen dir auch ein frohes neues Jahr. Bereit? Vergiss nicht, dass Archie sehr clever ist. Es wird nicht leicht, sie reinzulegen. Bist du nervös? Etwas? Keine Sorge. Ich bin für dich da. Ich warte draußen. Ich werde ein Auge auf dich haben. Heute werden wir Archie fertig machen. Okay? Ja, Kanta. Ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen. Dolly und Archie sind in 5 Minuten hier. Beeilt euch! Ja, Kanta, wir sind sofort da. Okay. Oh.
hoch lebe Bhairava! Ihr möchtet zu Chakakati Devi? Dann stellt euch vor. Das ist meine Schwiegertochter Archie. Und sie wurde von jemandem verflucht, oder? Ihr könnt reingehen. Du musst etwas als Opfer geben. Komm mit mir mit. Wo ist Dolly? Es ist dir untersagt, dich zu begleiten. Nur Betroffene dürfen rein. Jetzt geh. Chakakati Devi wartet auf dich. Diese Frau belästigt. Was? Ich spreche nicht mit dir. Nein, ich spreche mit dem, genau dem, der hinter dir steht. Lass mich los! Was ist denn? Jemand war hinter mir. Er hat mich gewürgt. Aber Archie, hier ist doch niemand. Ich stehe direkt neben dir und ich kann hier niemanden sehen. Es wird nicht leicht, den loszuwerden. Ich werde dir helfen, ihn loszuwerden! Au! Sie tun mir weh! Dieser Geist will deinen Körper nicht verlassen! Ich werde dafür sorgen, dass du den Geist loswirst! Ich lasse nicht zu, dass der böse Geist weiterhin Macht über dich hat! Komm schon, verlass ihren Körper! Hör auf meine Warnung! Verlass ihren Körper! Ruhm! Lass mich in Ruhe! Verlass ihren Körper! Verlass meinen Körper, bitte, geh schon! Ruhm! Verlass ihren Körper! Nein, mich bekommst du nicht! Über meinen Körper bekommst du keine Macht! Zerstört den bösen Geist! Was sagst du da, Shoria? Unfassbar, dass Archie das getan hat. Gott hat uns gerettet. Okay. Du gehörst mir. Ich bin deinetwegen tot. Das klingt wie Sahils Stimme. Ich liebe dich so sehr. Nicht mal der Tod kann uns voneinander trennen. Dolly, wo warst du denn? Warum hast du mich hergebracht? Hast du gehört, was sie gerade gesagt hat? Ich habe überhaupt nichts gehört, Archie. Kanta, hast du etwas gehört? Nein. Du musst für deine Sünden bezahlen. Du musst für deine Verbrechen bezahlen. Ich verlange, dass du mit mir mitkommst. Ich bin hier, um mich zu rächen. Du musst für deine Sünden bezahlen. Dolly! Dolly, rette mich! Sahil! Es tut mir leid, Sahil! Bitte verzeih mir!
Ich habe einen Fehler gemacht. Entschuldige, bitte verzeih mir, Sahil. Bitte verlass meinen Körper wieder. Ich werde nicht gehen. Ich bin hier, um dich mitzunehmen. Ich werde dich in der Hölle heiraten. Ich bringe dich um. Nur so kann ich meine Seele retten. Es tut mir leid, bitte verzeih mir. Ich habe einen Fehler gemacht, Sahil. Das war ein riesiger Fehler. Ich hätte dich nicht umbringen sollen. Ich konnte es nicht ertragen, betrogen zu werden. Deshalb habe ich dich umgebracht. Bitte bring mich nicht um. Setz dich hin. Setz dich neben mich. Verstehe. Das ist alles nur gespielt. Das ist Mehek. Komm her. Setz dich hin. Setz dich! Ich würde hier irgendwie ins Netz kommen. Endlich habe ich Empfang. Ich hab's. Das hast du sehr gut gemacht, Shuria. Jetzt können wir die Aufnahmen von der Überwachungskamera online sehen. Shuria, komm her. Da ist so viel Rauch. Shuria! Kanta, wo ist Mehek? Sag schon. Archie, hat Mehek mitgenommen. Was machen wir? Was sollen wir tun? Archie, ich schwöre dir, wenn du Mehek auch nur ein Haar krümmst, bringe ich dich um. Archie!
Damit kommst du nicht durch. Das werden wir ja noch sehen. Lass mich gehen. Shoria findet mich sowieso. Wirklich? Und was wird er dann tun? Ha? Denkst du wirklich, er kann mich besiegen? Auf keinen Fall. Ihr zwei habt euch echt einen schönen Plan überlegt. Mein Leben ist mir egal, Mehek. Glaub mir. Aber du wirst heute sterben. Denn bist du eben nicht ertrunken. Was soll's? Heute stirbst du. Halten Sie an! Halten Sie bitte an! Hey, hey, warten Sie! Hey, hey, hey! Steigen Sie aus! Steigen Sie aus dem Auto aus! Was soll das? Er hat mein Auto gestohlen! Haltet ihn! Singt es laut, hoch lebe die Göttin, wir preisen dich. Hoch lebe die Göttin, wir preisen dich. Hoch lebe die Göttin, singt es laut. Ein Handy, bitte geben Sie mir ein Handy. Das ist ein Notfall. Aus diesem Tempel kommst du nicht mehr heraus. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, Mehek. Aber da lagst du leider falsch. Ich werde dich umbringen. Du dachtest, du könntest mich reinlegen. Du wolltest mich dazu bringen, mein Verbrechen zu gestehen, um mich loszuwerden. Nein, Mehek. So leicht wirst du mich ganz sicher nicht los. Und du wirst mir auch Shoria nicht wegnehmen. Wenn ich Shoria nicht haben kann, dann soll ihn keiner haben. Zuerst bringe ich dich und dann bringe ich deine ganze Familie um. Und dann Neve. Und wenn Shoria nicht mit mir zusammen sein will, dann werde ich auch ihn umbringen. Und er wird leiden. Ich meine es verdammt ernst, Mehek. Ich werde dich umbringen. Lass
den Unsinn. Heute wirst du sterben. Der wird auch Gott dir nicht helfen. Tu, was ich sage und komm mit mir mit. Göttin, gib mir Kraft.